Das wird harte Arbeit, jeden Einzelnen zu retten. Der kleine nervige Junge möchte nochmal Verstecken spielen. Na gut. Ich will mich hier in der Gegend noch kurz umsehen. Ich will nochmal spielen. Nun denn, du Junge, du. Oh, du schon wieder. Ich sehe da was. Juske, hau diesmal nicht gleich wieder ab. Wir haben uns echt Sorgen gemacht. Aber das Spiel ist erst zu Ende, wenn man gefangen wird. Los, spielen wir doch mal. Ihr kennt mein Spezialversteck noch gar nicht. Kein Mensch hat mich dort je gefunden. Na dann. Es ist super cool und echt schwer zu erreichen. Ein kleiner Tipp. Es ist ein siebenstöckiges Wohnhaus mit einem Minimarkt. Okay, ich verstecke mich. Ihr müsst mich finden. Das erinnert mich an diese eine Episode aus Ghost Hunt. Diesen Zweiteiler mit dem, Denkst du, dem Kleinen geht es wirklich nur ums Versteckenspielen? Er ist besessen. Dafür gibt es einen Grund. Suchen wir diesen Minimarkt. Ne, in diesem Kinderheim, wo das eine Kind auch verschwunden ist beim Versteckenspielen und, dann gestorben ist, weil es sich an einem Ort versteckt hat, den man so nicht erreichen konnte und da nicht gefunden worden ist. Und dann ist es da nicht mehr weggekommen und... Hey yo, was geht ab? Ganz ehrlich, mir fehlt das ganze Grünzeug oben in den Bergen. Drum habe ich es mir hier gemütlich gemacht, aber irgendwas stimmt noch nicht ganz. Wie war das? Der Boss ist oben am Schrein auf dem Hügel? Hey, das ist es. Ich hätte auf den Hügel gehen sollen. So, 4 Tanuki fehlen uns noch. Ghost Hunt übrigens allgemein eine Serie, die ich sehr empfehlen kann. So, und hier haben wir jetzt endlich... das Nekomata, was diese ganzen Netzke sammelt hier. Von denen wir einen Großteil von diesem 15-teiligen Set ja tatsächlich auch schon gefunden haben. So. Das Netzke einer Akanamee fehlt ihm noch. Ich werde zur Abwechslung mal gern entspannt einen Film ansehen. Das Netzke eines Itan-Momen. Itan-Momen schweben in der Luft, suche oben, nicht unten. Das Netzke einer Sashikiwarashi. Das könnte jemand im Glücksrausch an einem Spielzeugautomaten vergessen haben. Und ein Tengu. Tengu fliegen gerne. Ich habe sie sogar die Schnellstraße entlang fliegen sehen. Okay. Ich fange nebenbei einfach schon mal an, diese Sachen hier alle zu kaufen. Hast du mir was Nettes mitgebracht? Nein, du brauchst nichts. So, jetzt sind wir hier erstmal ganz in der Nähe von einer Sieht nach einer Rokurokubi aus. Rokurokubi, genau, sag ich ja. Hier, sie guckt da hinten um die Ecke. Wo willst du hin? Das ist die falsche Richtung. Möge er über uns wachen. Ich weiß, dass das die falsche Richtung ist. Verdammt langer Hals. Wo ist der Rest? So, sie ist nach oben, richtig? Wo willst du hin? Das ist die falsche Richtung. Ich kann natürlich auch einfach manuell und langweilig hinterherklettern, das geht auch. Mhm.
Die schnappen wir uns. Du kannst dich nicht mehr verstecken. So, das vorletzte Magatama, was uns gefehlt hat. Das letzte ist, glaube ich, genau, das ist noch ein Wiesel. Ein Kaimatachi. Kamaitachi. So rum. Da ist unser Kamaitachi. Es bemerkt uns anscheinend nicht mal. Na dann hinterher. Jetzt los, hinterher, bis es anhält. Wo ist es hin? Hier lang? Fuck! Da ist es. Solche Gebäude gibt es jetzt wie Sand am Meer. Der gestreifte Turm von Shibuya. Ein hohes Bürogebäude, dessen Bau im Jahr 1975 abgeschlossen wurde. Bis zur Errichtung des Kageri im Jahr 2012 war dies das höchste Gebäude in diesem Bereich. Zumindest im Vergleich zum... Es ist stehen geblieben. Tja. Diese Unterhaltung zwischen Akito und KK werden wir wohl niemals bis zum Ende hören können. Nein, das würde ich nicht behaupten. Aber wir haben sämtliche Magatama-Geschichten fertig. Das ist auch schon mal was. Das heißt, wir haben potenziell alle Skills, also Zugang zu allen Skills haben wir freigeschaltet. Jetzt brauchen wir nur noch die entsprechenden Fertigkeitenpunkte, sprich die entsprechenden KK-Reports, um das Ganze noch freizuschalten. So, wir brauchen hier noch 20, wir brauchen noch 50. 65, 80, 9. Nee, warte mal. Warte mal, das sind 30. Das sind 40. 60, 90. Ach, ich habe ja auch noch 10. Ah, ich bin so dumm. Also 4 Reports fehlen uns noch, richtig? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16. 4 Stück. Jo, passt. Passt. Und das bedeutet, ich kann erstmal Daikoku 3 freischalten. Du kannst bis zu 10 Stück von jedem Nahrungsmittel gleichzeitig tragen. Jetzt eigentlich ein New Game Plus. Hey, gar nicht schlecht. Und nochmal in vollen Zügen dann das auskosten kann. Hey, du da! Du glaubst doch bestimmt an Geister, oder? Nein. Ich? Wie kommst du denn darauf? Hört ihr die Schutzengel? Glaubt ihr auch, dass sie übernatürlich sind? Für mich klingen die nicht wie Schutzengel. Egal. Ich bin Osorizan Urami. Ihr kennt doch bestimmt meinen Blog über Okkultes. Nein. Dein Name bedeutet Berg des Schreckens? Ist er echt? Unwichtig.
Ich muss euch zwei um einen Gefallen bitten. Also, das Problem ist, in meiner Wohnung geht's ziemlich übernatürlich zu. Zu übernatürlich, selbst für meinen Geschmack. Könnt ihr was dagegen unternehmen? Zu übernatürlich? Das klingt gar nicht gut. Ja, das ist mir überhaupt nicht geheuer. Ich werde weiterziehen, sobald alles erledigt ist. Hier? Na gut, wir können uns das Ganze ja mal ansehen. Eine Content-Kreatorin. Irgendein Nikomata hat vorhin von irgendeinem Schatz erzählt, den wir in der Wohnung einer Content-Kreatorin finden würden dann. So. Oh Gott, allgemein haben wir noch ein bisschen was. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Wohnung. Und dann können wir die restliche Karte dann noch abarbeiten mit dann zeig, was du kannst. Sammelobjekten. Und die bringen wir dann noch den Nikomata und dann mache ich für heute dann Schluss. Und beim nächsten Mal ist dann quasi das Resten sammeln. Ne, alle die Sachen einsammeln, die wir übersehen haben und dann können wir uns dann zum Abschluss komplett auf die Hauptquest dann konzentrieren. Eine potenziell berechtigte Frage, würde ich potenziell sagen. Der Talisman steht auf dem... Hier waren wir schon mal. Hier haben wir auch das okkulte Foto geholt. Und jetzt geht's hinein in die gute Stube. Ich kann dir versprechen, dass uns hier nichts Gutes erwartet. Die kriegen einen Tritt in ihren Geisterarsch. Was hatte sie hier vor? Irgendeine schräge Aromatherapie? Oh, ich liebe ein Bad bei Kerzenschein. Da haben wir schon das erste Phantom. Wenn du willst, dann geh doch auf den Friedhof. Und BAM! Dieses war der erste Streich, doch der nächste folgt zugleich. Hätte er sein können. Was macht denn die riesige Strohpuppe auf dem Bett? Das muss was Übernatürliches sein. Es bringt gutes Feng Shui, Bad und Küche sauber zu halten. An Sauberkeit mangelt es hier jedenfalls nicht. So eine riesige Strohpuppe habe ich noch nie gesehen. Auf einem Feld würde das Ding eine gute Vogelscheuche abgeben. Nutzt die Geistersicht. Vielleicht zeigt sich was. Jaha. Verflucht sie hier Puppen? Sie verzaubert sie eher. Von Flüchen hat sie nichts erwähnt. Stimmt. Hauptsache übernatürlich. Lass mich doch erstmal in Ruhe umsehen hier. Der Schrank hier ist auch irgendwie übernatürlich. Kein Wunder, dass hier so viele schräge Gestalten sind. Aus diesem Gruselzimmer hat sie gestreamt. Womit man heute alles Geld verdienen kann. Ich denke, sie ist eher eine Ausnahme. Ich glaube, wir werden von der Veranda aus beobachtet. Ist da etwas?
Ich bin der Wächter des heiligen Schranks. Vorne ist klar. Wäre das hier ein Festmahl für die Motten? Natürlich. Sollten wir uns Sorgen machen? Ist nur ein Phantom, läutere es. Entschuldigung. Hier will ich leben. Der Ort zieht die Dinger magisch an. Verflucht. Das dachte ich mir. Es ist so gemütlich. Und in der Küche vielleicht noch einer. Sie nutzt das Bett als Ganzkörperkissen. Glaube, wir haben alle exorziert. Die Phantome fühlten sich wohl von der Übernatürlichkeit angezogen. Das war's jetzt schon. Fast ein bisschen schade. Ohne diese furchtbaren Phantome ist es hier viel angenehmer. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn's dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Wir haben deine Wohnung wieder in Ordnung gebracht. Oh, danke. Ich weiß echt nicht, was ich ohne euch getan hätte. Warum zur Hölle war deine Wohnung so eine Freakshow? Ich wollte ein übernatürliches Flair schaffen. Und das ging voll nach hinten los. Egal. Problem gelöst, Fall abgeschlossen. Ziehst du jetzt weiter oder was? Oh ja. Danke nochmal. Bis dann. Bis dann? Will sie etwa zurückkommen? Sie ist kein bisschen besser als die Phantome. So viele Leute. Schwupp, gleich noch ein paar Geister absorbiert. Hier ist noch was zum Mitnehmen. So, und jetzt noch diese ganzen Sammeldinger suchen. Und natürlich das Versteckspiel mit dem kleinen Jungen, das habe ich nicht vergessen. Das steht dann natürlich auch noch aus. Aber trotzdem, jetzt ist wirklich der Punkt da, wo ich sagen kann, Ende ist in Sicht. Aber sowas von. So, eine Speisenachbildung, nicht essbar. Wo würde man sowas finden? Irgendwo hier in diesem Wohnhaus? Das da sieht verdächtig aus. Da, das da.
Ha. Oh, was ist das? Speisenachbildung. Eine sehr detailreiche Nachbildung eines Gerichts. Mit solchen lebensechten Nachbildungen ihrer Gerichte wollen Restaurants Passanten anlocken. In jüngster Zeit wurden diese Speisenachbildungen unter ausländischen Touristen immer beliebter als Souvenir und Mitbringsel. So, dann einmal da oben hin, da finden wir noch eine von diesen Spielfiguren. Denkst du, dem Kleinen geht es wirklich nur ums Versteckenspiel? Er ist besessen. Dafür gibt es einen Grund. Suchen wir diesen Minimarkt. Beiden Kerne schon mal an uns. Und dann holen wir uns noch ein paar weitere. Da ist er. Und tschüss mal. Verdammt, ich hatte gedacht, sie stehen um das Ding rum. Aber blöderweise tun sie das gar nicht. Oder ich habe es gerade weggesprengt. Was? Moment. Ich habe mich total verschätzt. So ein Kack aber auch. Warte, welches suchen wir hier? Suche oben, ne? Ja. Shit. Titan, Moment, fliegen sehr hoch. Suche oben. Die Frage ist, wie weit oben? Ganz oben? Da war eben noch irgendwas. Da. Das ist es. Was ist das denn? Okay. Die Miniaturfigur eines Itan Momen. Teil eines Sets aus 15 Yokai-Netsuke. Sammle sie alle. Gehe nicht zu spät ins Bett, sonst wirst du von deinem Bettlaken erstickt. So, jetzt machen wir erstmal die Nebenquest hier. Also als allererstes diese Nebenquest hier. Die wird mir nämlich gerade so schön angeboten.
Mit einem ganz klein bisschen Glück sind das sogar die restlichen Seelen, die wir... von diesen Eindämmungswürfeln noch brauchen. Mann, ey. Wenn es nicht immer Ewigkeiten dauern würde, bis er dann wieder sich gefangen hat, was für ein Pfeffer. Nee, der hat ein Schild, da muss ich schon meine klassische... Oh. Schildkiller-Taktik benutzen. So, ungefähr 1000 fehlen uns. Das sind 300. Dreimal 270. Könnte passen. Könnte durchaus passen. So. Eins, zwei, drei, vier, warte mal. Sechs, sieben. Hier ist es. Sieben Stockwerke, Minimarkt. Was könnte es sein? Verschuldigung! Nicht, dass ich Gurken noch bräuchte. So, wir können jetzt von allem 10 Dinger tragen. Das heißt, wir können unseren Heilpool mal wieder so ein bisschen erweitern. Wenn wir jetzt gerade hier sind. Bietet sich ja auch so ein bisschen an, ne? So, Dankeschön. So, ich habe alles. Und dann hinein. Dann mal rein da. Acht Stockwerke? Aber draußen waren es nur 7. Sieh dir die Knöpfe an. Seltsam. Jetzt bin ich gespannt. Zu erwarten. Das muss sein Spezialversteck sein. Schwer zu erreichen war schon mal richtig. Herzlich willkommen. So von diesem Ort erzählen. Suchen wir jetzt die Ursache für die verschwundenen Kinder. Im Blair Witch Forest.
erinnert so ein bisschen an meine Konstruktion in The Forest. Wo bin ich? Mami? Papi? Ich hab nur Verstecken gespielt. Wo versteckt er sich nur? Ihr werdet mich nie finden! Du hast mich gefunden! Ich wusste, du schaffst es! Willst du nicht nach Hause? Ich bin echt gut! Ich liebe es hier! Ich kann mir immer Verstecken spielen! Kleiner, hast du etwa diesen Ort erschaffen? Ja klar, echt super, oder? Und jetzt spielen wir wirklich. Kommt und sucht mich! Da haben wir den Grund für die verschwundenen Kinder. Das und sogar noch mehr. Dann sollten wir ihn besser wieder finden. So langsam geht mir dieser Bengel aber ehrlich gesagt ein bisschen auf den Sack. Da oben ist er. Wo bin ich? Mami? Dieser Junge, wo ist er denn? Aber ich komme da oben nicht mit Tengu-Kraft hin, wie mir scheint. Das heißt, ich muss da... manuell hinklettern, ja? Na super. Oh, das ist ja genau meins. Nicht nur ein Spiel. So, wo ist der blöde Bengel jetzt wieder hin? Hier lang vielleicht? Hier sind wir glaube ich auch noch nicht lang, ne? Achso, das führt hier hin. Okay. In der gruseligen blauen Höhle scheint er ja auch nicht zu sein. Da wird aber wohl auch kaum wieder was an der Hütte hocken jetzt da, ne? Oh, Junge. Schon wieder. Steckt er sich jetzt bei der Höhle?
Nein, das sieht aus, als ob da irgendwann nochmal irgendwer hockt. Wo könnte er sonst sein? Verbrecher suchen für gewöhnlich immer die gleichen Verstecke auf. Vielleicht sollten wir danach sehen, wo wir ihn schon gefunden haben. Wirklich? Du meinst, er ist hier wieder drin? Tatsache. Okay, wir kriegen keinen Bonus mehr. Wir haben maximale Lebensenergie. Das Dach war doch eingestürzt. Vielleicht kommen wir von oben rein. Dann also von oben. Gut, gut. Hi, kleiner Mistkerl. Zu, Joske. Kein Versteckspiel mehr. Du musst jetzt alle heimgehen lassen, verstehst du? Ansonsten können wir nie wieder Verstecken spielen. Warum wollen alle unbedingt nach Hause? Zu Hause muss ich mich doch auch die ganze Zeit verstecken. Du willst also nicht nach Hause? Nein, weil wenn Mama und Papa mich sehen, werden sie mich bestrafen. Okay. Alles wird gut. Wir schicken dich woanders hin. Ja, an einen sicheren und schönen Ort. Vielen Dank fürs Spielen. Bis dann. So, jetzt haben wir es dann aber auch wirklich, ne? Ja. Uff. Schnell raus hier. Glaubst du, es geht ihm jetzt gut? Hoffentlich. Ich wünschte, er hätte ein besseres Leben gehabt. Passiert leider viel zu oft. Tolle Kinder, miese Eltern. So, und jetzt stehen wir auf 230.154. Es fehlen also wirklich noch etwa 10.000, die sich noch irgendwo hier in Shibuya versteckt halten. Aber jetzt sind wir so nah dran, so dicht vorm Ziel werde ich dann auch nicht mehr aufgeben. Den restlichen Quark ziehen wir jetzt hier noch durch. Badezimmerschmutz. Aha. Na, schauen wir mal. Vielleicht müssen wir ja wieder ins Gebäude rein für die Figur. Obwohl, in den Gebäuden suche ich eigentlich immer alles relativ genau ab. Dum 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 dum. Ich muss also tatsächlich hier lang, ja? Da man theoretisch in dieses Gebäude auch noch rein kann.
Oh. Was das wohl ist? Das, mein Freund, ist die Miniaturfigur einer Akaname. Teil eines Sets aus 15 Yokai-Netsuke. Sammle sie alle! Akaname lieben Badezimmerschmutz und lecken Kalk und Seifenreste liebend gerne ab. Ganz richtig, so vertreiben sie sich die Zeit. Halte dein Bad sauber, sonst tauchen sie auf. Das war der. Zwei noch, wenn ich das richtig sehe, ja? Einmal hier ein Tengu und eine Sashiki Warashi. Dann müssten wir die Nekomata-Aufträge und damit halt auch diese Sammeldinger tatsächlich abgeschlossen haben. So, der ist da oben auf dem Highway. Was ist das? Die Miniaturfigur eines Tengu. Teil eines Sets aus 15 Yokai-Netsuke. Sammle sie alle. Suche Weisheit bei jenen, die mehr wissen, auch wenn es dir Angst macht. Vielleicht begegnet dir ein Mentor auf Augenhöhe mit einem Tengu. Und als letztes da oben noch. Doch richtig gesehen. Die Miniaturfigur einer Sashiki Warashi. Teil eines Sets aus 15 Yokai-Netsuke. Sammle sie alle. Das Glück wird in jenes Haus einkehren, in dem eine Sashiki Warashi wohnt. Jedoch nur, solange sie sich auch dort befindet. So. Jetzt steuern wir nochmal sämtliche Nekomata an. Oder zumindest sämtliche Nekomata, bei denen wir jetzt noch Aufträge offen haben, und geben die ab. Tun uns die entsprechenden Belohnungen da ab. Warte mal, was? Wird mir hier auch nirgendwo angezeigt, ne? Na gut. Gucken wir, ob wir noch mehr Nekomata-Missionen haben, die noch offen bleiben. Ist dann vielleicht in dem Gebäude, in das wir für die Hauptmission als nächstes rein müssten. Okay, der Nekomata ist abgeschlossen. Hier. Der ist auch fertig. Dann das Archäologie-Nekomata.
Das Japan-Fan-Nekomata. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus, ne? Was unsere offenen Aufträge angeht hier. So. Hier haben wir noch eins. Also bis jetzt haben wir tatsächlich nur eins, was noch Aufträge offen hat, ne? Ich habe ja gedacht, wir wären nie fertig damit, aber es sieht tatsächlich sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr gut, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, die roten Schuhe fehlen auch noch. Tiefgarage, ja. Das heißt, wir werden definitiv noch... Das sind ja... Die teilen ja quasi beide das gleiche Thema, ne? Hier, guck mal, warte mal, wenn ich... Ja, ich den Filter Hauptmission ausschalte. Bam, da ist es. So, hier sind noch zwei. Also, zwei Sammelobjekte sind noch übrig. Er hat jetzt auch die vollständige Sammlung stehen. Schöne Sache, da freuen sie sich alle. Da freuen sich die ganzen Nekomata. Und das wiederum freut mich. 98,94%. Oh Mann. Nun gut, aber ich werde jetzt hier an dieser Stelle eine Aufnahmepause machen. Ich werde jetzt abspeichern und beim nächsten Mal beginnt das Abklauben der einzelnen Distrikte, um die Sachen zu suchen, die uns noch fehlen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe mich noch nicht entschieden. Eventuell mache ich auch eine Marathonfolge draus, wo wir dann einmal alles abarbeiten. Vielleicht mache ich sogar als Livestream. Ich weiß noch, weil ich kann jetzt noch nicht sagen, wann ich es mache. Ich muss gucken. Ich muss auch gucken, wie ich es mache. Mal schauen. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Jetzt ist ja wirklich nicht mehr weit und dann können wir uns endlich wieder mit Vollkaracho in die Hauptstory stürzen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.